Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Full Face mit IT Cosmetics Produkten für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe letztens bei der lieben Mamako Beauty, ich glaube so heißt sie, irgendwie ein Video gesehen, wo sie auch die Marke vorgestellt hat und sich mit den Produkten geschminkt hat, weil sie dort mit denen auch eine Kooperation hatte. Dann hat sie einen Gutscheincode geteilt und gleichzeitig auch gesagt, dass es da irgendwie gerade so ein Muttertag-Special, also ja, es ist schon ein bisschen her, dass ich die Produkte gekauft habe, gibt, wo man ein paar Produkte halt gratis bekommt. Und daraufhin habe ich dann entsprechend dort bestellt. Ich habe auch ein bisschen schon was da gehabt und jetzt habe ich hier meine Box mit den Produkten, die ich jetzt mit euch zusammen einmal in meinem Gesicht testen möchte. Und ich bin super gespannt. Also ich kenne diese CC Plus Your Skin But Better Cream. Die finde ich echt schön. Die habe ich in der Farbe Medium gehabt. Zu dem Special Day gab es aber auch noch die in der Farbe Light gratis mit dabei. Und die möchte ich heute testen. Denn ich bin zwar ein kleines bisschen sonnengebräunt, aber noch nicht so sehr, dass mir die Farbe Medium passt. So, es gibt auch was zu gewinnen und zwar verlose ich in diesem Video die Love the Statement Blush Palette. Das ist diese hier. Die kommt mit verschiedenen Tönen daher, die du teilweise als Blush, teilweise als Highlighter und teilweise als Blush-Topper verwenden kannst. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei und ja, ich habe mir auch ein paar Pinsel mitbestellt. Ich hatte mir auch aus anderen Online-Shops mal immer wieder was bestellt und das halt hier hingelegt für, möchte ich auf jeden Fall mal testen. Aber ich habe es noch nicht getan. Und außer halt die Pinsel, ne? Die habe ich bei Douglas im Online-Shop auch mal bestellt. Gibt es natürlich auch auf der IT Cosmetics Homepage. Da habe ich einmal ja diesen Herzpinsel von 2020 und diesen Sternenpinsel. Damit werde ich mit einem von den beiden, ich weiß aber noch nicht mit welchem, die Foundation auftragen. Genau, dann gab es wie gesagt noch ein paar Gratis-Produkte. Ich habe ja auch so einen Flyer mit dabei gehabt, klinisch getestet, bla bla bla. Genau, da stand halt ja, einfach auch so ein Gutscheincode mit dabei. 10% Make It Yours ist hier ein 10% Rabattcode, falls euch das interessiert. Das könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Das Einzige, was ich nicht von IT Cosmetics habe, ist ein Puder. Aber da weiß ich mir natürlich anderweitig zu helfen. Ich habe genug Puder da. Ich muss mir da nicht wirklich einen Puder für 30 Euro oder so holen, wo ich mir denke, ja komm, bye bye Pores ist okay. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt genau dieses Puder haben, denn ich habe sehr viel sehr, sehr gute Puder. Ja, eine Lidschattenpalette, die ich auch schon länger da habe und noch nie wirklich mit euch in dem Video getestet habe. Die It Girl Palette, das ist diese hier. Habe ich, ich glaube, letztes Jahr mal gekauft. Und. Sodele, wir fangen jetzt erstmal an mit Confidence in a Gel Lotion. Das ist dieses Produkt. Genau, das habe ich hier in 3 Sachets bekommen und ich denke, dass ich zu der Verlosung auch auf jeden Fall eins mit dabei packen werde, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Und das werde ich als Primer-Ersatz einfach mal verwenden. Oil-free for all skin types, Hydra Plumping, Skin Transforming, Weightless Moisturizer. Ja, also das ist einfach ein feuchtigkeitsspendendes Produkt. Ich weiß gar nicht, ob die auch generell irgendwelche Primer sonst haben. Aber ich glaube, dass das quasi das Produkt ist, was man als Primer-Ersatz auch nehmen kann. Es kommt hier wie so ein Gel raus, was nach nichts riecht und sich echt schön auf der Haut anfühlt. Ich glaube, ich hatte das Produkt auch bei Tara, Tamtam, die Tamtam Beauty oder einfach nur Tamtam, weiß ich gar nicht. Auch gesehen, dass sie das in letzter Zeit sehr gerne verwendet, aber ich weiß nicht, ob das dieses Gel-Lotion ist oder ob das die Cream war. Aber die hatte sie jetzt letztens in einem Vlog auch vorgestellt. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Deswegen freue ich mich sehr, dass sie auch mit hier in der Box, also in der Box ist vor allem in der Bestellung mit dabei war. Und das war halt eins von diesen Goodies für den Muttertag. Ja, da ist noch ordentlich was drin, ne? Das wird dann für die nächsten Male hier einfach mal hingestellt. Als Make-up-Base. Ich habe keine Ahnung, warum meine Haare so eine Party feiern. Wahrscheinlich, weil es jetzt gerade wettertechnisch so ein bisschen wieder feuchter geworden ist. Es regnet und die Sonne kommt raus und dann feiern meine Haare eine Party. Aber es fühlt sich wirklich schön auf dem Gesicht an. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass es auch eine gute Make-up-Grundlage ist. Wird getestet. Jetzt. So, ja. CC Plus Color Correcting Full Coverage Cream. Das Positive, was ich bei dieser Creme empfinde, ich meine, die haben wir jetzt ja schon sehr, sehr häufig als Goodie mal dabei gehabt, ne, ist, dass es einfach auch mit einem Lichtschutzfaktor ist. Klar, so dick, wie man das aufbauen müsste, um wirklich 50 zu erreichen, werden wir es nicht machen. Ja, das ist halt so eine kleine Tube. Die haben wir wirklich so häufig immer wieder als Goodie mit dabei, ne. Da, ich glaube, mittlerweile hat fast jeder die mal in der Hand gehalten. Normalerweise ist die halt in so einem Pumper, aber das ist halt hier nur so eine kleine Geschichte. Die trage ich mir hier jetzt einfach mal so ein bisschen auf.
Und ich denke, da nehme ich doch einfach mal den Superstar Flawless Foundation Pinsel, diesen Stirnpinsel. Normalerweise verteile ich mir die Creme immer mit den Fingern, aber es gibt ja extra diesen Pinsel dazu. Also nehmen wir den auch. Die Farbe passt aktuell sehr, sehr gut, auch wenn die relativ, ja, dunkel ist für Light, würde ich mal so sagen, oder? Weil wenn ich hier den Unterschied sehe zwischen, hoho, kommt in der Kamera auch super raus, zwischen Gesicht und Hals, das ist krass. Den Pinsel mag ich aber eigentlich ganz gerne, den habe ich jetzt auch schon häufiger verwendet, auch mit anderen Foundations. Der verteilt die Foundation gut, der ist halt flach vorne, das muss man halt wissen. Der ist nicht zu fest, aber auch nicht zu fluffig, also ich finde, der ist halt von der Beschaffenheit echt optimal. Die Pinselhaare halten, da fällt nichts aus, also die mag ich gerne. Das ist eine schöne Qualität. Super Coverage kann ich nicht unterstreichen, weil ich habe hier echt enorme Rötungen aktuell. Guten Tag. Ich weiß nicht, ob ich das als Stresspickel bezeichnen würde, aber ich muss auf jeden Fall die ganze Geschichte auch noch nach unten hin ausblenden, weil ansonsten sieht das aus. Geht ja gar nicht. Aber ich muss sagen, ich verteile das wirklich lieber mit der Hand. Ich finde, das ist auch bei einer CC, BB, wie auch immer, Cream besser funktioniert und ebenmäßiger aussieht. Naja. Aber wenn es halt richtig verteilt ist, dann sieht man wirklich, es ist my skin but better. Full Coverage auf gar keinen Fall. Also das hat gar keine hohe Deckkraft. Es ist recht leicht unterwegs. Sicherlich färbt es die Haut entsprechend ein. Verbindet sich gut mit der Haut und es funktioniert auch sehr, sehr gut bei mir. Ich kannte die ja schon, wie gesagt, in einer anderen Farbe. Ja, aber sie deckt jetzt hier keine Rötungen ab. Muttermale ganz normal noch da. Also keine Full Coverage Geschichte. Es ist halt CC, also Color Correcting und mehr nicht, ne? Das hier wegzukriegen, das wäre auch wirklich eine Herausforderung. Den Bye Bye Under Eye Full Coverage Anti-Aging Waterproof Concealer habe ich mir letztens schon bestellt. Ich glaube, bei Douglas war das, als ich da mal was bestellt hatte. Das ist die Farbe 10.5 Light. Bye Bye Under Eye, ja. Bin ich sehr gespannt. Kommt auch wieder in so einem Tübchen. Holla, ui, der ist aber richtig dick. Da habe ich ja eine richtige Wurst hier einfach drauf, ne? Den wärme ich dann erstmal hier so zwischen meinen beiden Mittelfingern ein bisschen an und gebe den dann erstmal mit den Fingern unter die Augen. Eigentlich ist es tatsächlich auch die beste Art und Weise, Concealer aufzutragen, sprich mit den Fingern. Eine mega dicke Textur ist das. Boah, also richtig, richtig dicke Creme. Ich glaube, ich habe da jetzt auch ein bisschen viel genommen, weil so ist natürlich mein Under Eye komplett weg. Ich habe gar keine untere Augenpartie mehr. Ja gut, das muss ich mir safe mit einem Pinsel auf jeden Fall ausblenden, einblenden, umblenden, wie auch immer. Oder mit einem Beauty-Schwämmchen, wie man das halt lieber mag. Okay, ich kann verstehen, weswegen der so beliebt ist, der Concealer, weil der lässt sich schön ausblenden. Und das ist natürlich jetzt vorher unverblendet und das ist jetzt nachher verblendet. Das sieht gut aus, Leute. Krass. Es sieht sehr, sehr gesund von der Haut aus aus. Von der Läuft, ja. Super Beschreibung. Es glänzt schön. Ist fast schon speckig. Also ich habe hier ganz, ganz leichte Verfärbung noch unter meinen Augen, was ich aber vollkommen in Ordnung finde, weil also ich kann nicht erwarten, dass der einfach, möchte ich auch gar nicht, ne, dass ich nur Concealer hier habe, aber der hat sich schön ausblenden lassen und ich hoffe, dass der jetzt auch nicht creased oder sonst irgendwas und bin einfach gespannt jetzt. Finde ich gut. Das ist jetzt vom Ergebnis eine sehr, sehr coole Nummer. Das gefällt mir. Hab den jetzt auch direkt schon als Lidschattenbase aufgetragen. Ich versuche jetzt mal die Reste vom Pinsel über meine Rötung zu geben. Ich glaube, da muss ich nämlich, ja. Das Problem ist, dass man natürlich jetzt dadurch, dass ich so eine helle Farbe habe, in Versuchung geführt wird, das Ding zu highlighten da unten. Das wollen wir natürlich nicht. Ich gebe mir ganz, ganz wenig auf. Also wirklich schwer hier mit dem Produkt übrigens, weil das halt sehr, sehr fest ist. Und dann tapere ich das erstmal so mit dem Finger drüber. Und dann mit dem Pinsel. Ja, ein bisschen was deckt der ab, ne? Aber ist jetzt nicht für immer verschwunden. Das wäre auch echt, also merkwürdig, dass ein Produkt das schaffen würde. Gut, jetzt gucke ich mir noch einmal die untere Augenpartie an. Da creased es natürlich schon. Heißt, wir müssen safe alles jetzt gleich mal setten. Sonst war das nichts mit Bye-Bye Under Eye, sondern mit guten Tag. Wir betonen jetzt alle Fältchen, die es nur gibt auf der Welt. Das wollen wir ja nicht, ne? Ja, dann nehme ich jetzt einfach das Too Faced Banana Powder, was ich hier habe, die Banana Cream. Und sette damit meine untere Augenpartie und mein ganzes Gesicht.
es ist halt wirklich wichtig, sein Gesicht zu setten, weil man, wenn man nachher noch weitere pudrige Texturen aufträgt, Blush, Bronzer, Highlighter, also vor allem Blush und Bronzer, nicht möchte, dass die Produkte fleckig werden. Deswegen, ich sette mein Gesicht immer. Das machen nicht alle. Es gibt wirklich welche, die das auch hinbekommen, dass das Gesicht nicht gesettet werden muss, sondern du direkt nach der Foundation halt auch diese Produkte verwenden kannst. Ich kann es nicht. Wenn das Gesicht dann etwas ruhiger aussieht, weil wir das ausgeglichen haben mit der CC-Cream, mit dem Concealer und dem Puder, können wir uns nun so ein bisschen daran wagen, das Ganze wieder in Form zu bringen quasi. Und da habe ich hier Your Most Beautiful You, Anti-Aging Matte Bronzer Radiance Luminizer and Brightening Blush Palette. Das ist dieses Produkt und ich finde es super interessant, dass die ganzen Produkte von It Cosmetics ja auch eine bestimmte Pflegewirkung mit dabei haben sollen. Genau, weil das wurde auch von einer Dame entwickelt, die It Cosmetics gegründet hat, die selber sehr starke Problemhaut hatte und wirklich nach diesen dekorativen Kosmetikprodukten gesucht hat, die auch eine entsprechende Pflegewirkung mit dabei haben. Das finde ich einfach sehr charmant. Okay, ja, die Palette ist einfach riesengroß und das ist eine Face-Palette mit Blush, Bronzer und Highlighter. Ich wollte sie immer schon haben und habe sie jetzt hier. Und ich hatte das auf den Bildern immer viel kleiner gedacht, aber sie ist wirklich riesig. Und da haben wir einen Blush, einen Bronzer und einen Highlighter mit drin. Und das sieht wirklich sehr angenehm, sehr universell aus. Der Bronzer ist wirklich matt, sehr dezent, aber angenehm. Dann ein Blush, den ich auch vom Ton her richtig toll mag, sehr frisch, sehr gesund. Und ein Highlighter in einem schönen Champagnerton, der mir einfach sehr gut stehen kann. Und das ist die Palette. Die schaue ich mir hier mal auf meiner Hand an. Ja, sehr dezent der Highlighter. Also ist null glitzerig, no shimmery oder sonst irgendwas. Da bin ich einfach gespannt drauf. Aber ich glaube, es geht einfach darum, frisch auszusehen und nicht irgendwie so auszusehen, als hätte man weiß Gott wie viel Make-up im Gesicht. Als Bronzerpinsel verwende ich den gleichen, den ich auch eben für das Puder verwendet habe und gehe dann hier in den Ton rein. Da steht auch Live, Love, Love drauf. Das habe ich tatsächlich auch bei uns im Wohnzimmer stehen als Aufsteller, weil das auch so ein bisschen meine Lebenseinstellung ist. Und hier hast du einen richtig guten, großen Spiegel drin. Oh, ich hätte mir meine Augenbrauen vorher zupfen können. Entschuldigung. Und dann trage ich mir den Bronzer hier einfach mal so auf. Ui, der macht dezente Bräune. Da muss man nicht vorsichtig mit umgehen, das finde ich schön. Den kann man sich sehr grobmotorisch aufgeben. Oh, der ist aber ein bisschen rötlich. Ist aber nicht schlimm. Dann sehe ich halt ein bisschen frischer aus. Das ist halt, also ich mag Face-Paletten in dem Sinne eigentlich nicht so ultra gerne, weil ich es immer schwierig finde, da auch bei allen drei Tönen den optimalen Hautton von derjenigen zu treffen, die sich das dann ja aufgibt. Das bin ja nicht nur ich, das sind ja allgemein Menschen, die sich solche Paletten kaufen. Hier ist zum Beispiel jetzt tatsächlich der Bronzer etwas rötlich. Wird wahrscheinlich nicht jedem passen. Bei mir sieht es jetzt ein bisschen aus wie Sonnenbrand, ne? Kaschiert dann auch so ein bisschen meine roten Ohren, wa? Ich denke, man kann es jetzt auch sehr, sehr gut im Spiegel sehen. Er ist schön, er ist harmonisch, er lässt die Haut auch nach wie vor noch glowen und schön gesund aussehen. Aber es sieht wirklich aus wie Sonnenbrand, Leute. Was ich nicht schlimm finde, ne? Es ist jetzt Sommer, dann darf man das machen. Aber ich glaube, im Winter würde ich dann nicht zu diesem Bronzer greifen wollen, weil mir das dann etwas zu bronzy, summery, roti aussieht. So, dann gehe ich jetzt hier mal in den Blush Upsala Love rein, habe hier ein bisschen Kickback und gebe mir das hier einfach auf die Wangen auf. Oh, der ist stärker pigmentiert, als ich dachte. Der unterstreicht jetzt auf jeden Fall dieses ganze sonnengeküsste, etwas rötliche, wobei ich ihn doch ein bisschen fleckig finde. Ich finde ihn nicht ganz so ebenmäßig, den Blush, muss ich gestehen. Und der ist wirklich stark pigmentiert. Muss man aufpassen. Guck dir das an. Sieht man das? Ich sehe das. Das ist krass. Ja, ich muss das Ganze so ein bisschen mit dem Puderpinsel mal großflächig verteilen, weil das mit dem Blush ist ein kleiner Unfall hier geworden. Ich sehe wirklich so aus, als hätte ich gerade den Ultrasonnenbrand überhaupt. Jetzt nehmen wir uns hier mal den Highlighter live. Da nehme ich ordentlich was, weil ich will ja auch, dass man was sieht. Klopfe ihn aber vorsichtig ab. Gebe ihn mir hier mal auf. Er ist da. Er ist da und er ist relativ kühl. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt von der Palette überhaupt nicht erwartet. Der sieht ja viel kühler aus als beim Swatchen eben, ne? Er sieht nass aus, also nicht glitzerig. Null glitzerig. Irgendwie voll schön, aber irgendwie auch unpassend zu der Palette, oder? Naja.
Der knallt schon ordentlich. Also ich musste tatsächlich einmal kurz noch hier mit dem Pinsel drüber fluffeln. Wer hätte das erwartet? Na gut. Ich hätte gedacht, dass es wirklich eine sehr dezente Palette wird. Nein, es ist keine dezente Palette. Jedenfalls nicht bei so einer hellen Haut wie mir. Ich finde die für den Sommer, aber ehrlich gesagt, richtig geil. Das kann ich mir gut vorstellen, mich da wirklich jeden Tag dann auch mit zu schminken. Ne? Das hat jetzt super leicht, einfach und schön funktioniert. Gefällt mir. Was ich halt auch so cool bei der Palette finde, es betont null irgendwelche Falten oder sonst was. Es lässt mich sehr strahlend und frisch und jugendlich aussehen. Das ist, glaube ich, auch Sinn und Zweck der ganzen Kiste. Und es gefällt mir. So, Augenbrauen. Da habe ich ein Produkt in diesem Gratis-Package dabei gekriegt. Das Brow Powder Universal Brow Pencil. Da bin ich ultra gespannt. Also universal, Leute, Universal Taupe ist die Farbe. Das könnte hinhauen. Das könnte wirklich hinhauen. Aber ich bin da einfach erstmal skeptisch und gespannt. Grundeinstellung. Was ich halt klasse finde, es ist halt ein Produkt für Umme gewesen, dass du hier wirklich so ein Doppelding bekommen hast. Ne? Das ist einmal hier ein Spoolie an der Seite, was ich feiere. Ich feiere, das ist wirklich hochwertig. Und hier hast du halt das Produkt zum Rausdrehen. Also, wirklich cool. Es hat so eine ovale Form. Oh, es ist sehr hart. Aber schön aschig. Oh mein Gott, das wird jetzt direkt getestet. Ich freue mich. Mal gucken. Augenbrauen ist immer so eine Sache, ne? Das muss ja auch alles immer passen. Und für mich das perfekte Augenbrauenprodukt zu finden, das ist echt so recht schwierig, weil ich werde mittlerweile immer dunkler. Also ich bin zwar immer noch blond, aber ich bin jetzt mittlerweile eher goldblond. Aschblond. Genau, und damals war ich, als ich noch jünger war, richtig knalle hellblond. Vielleicht werde ich auch noch heller, wenn es Sommer wird, aber so hell wie damals werde ich wohl nicht mehr. Ja, lässt sich schön auftragen. Man muss etwas doller drücken tatsächlich. Aber Leute, farblich feiere ich gerade eine innerliche Party. Das funktioniert. Alles klar. Der Spoolie ist auch schön. Meine Herren, das ist ein gutes Produkt. Und wenn man halt das anfänglich etwas harte, sage ich mal, entfernt hat, wird der halt richtig schön weich und lässt sich schön auftragen, aber auch nicht zu weich, nicht so wachsig oder sowas. Das ist doch voll gut. Das ist einfach nur aufgefüllt und nachgezogen und es passt von der Farbe und das beeindruckt mich gerade. Mag ich. Ich bin voll beeindruckt und baff und feier das und werde die jetzt safe fixieren mit meinem 24 Hours Brow Setter von Benefit, weil mir das gerade richtig gut gefällt und ich das gerne so lange wie möglich festtackern möchte. Die nächsten zwei Produkte, die ich jetzt hier von It Cosmetics verwende, ist einmal die It Girl Palette. Das ist eigentlich so eine Eye and Face Palette. Bye Bye Pores Blush ist damit bei und Natural Pretty Eyeshadows irgendwie. Und die habe ich im Sale gekauft, ne, bei Douglas. Das sind diese Töne, das sind matte Töne, das sind schimmernde Töne. Ich werde mir damit jetzt ein recht, ja, dezentes Make-up schminken. Den Blush werden wir jetzt ja nicht unbedingt verwenden, weil ich ja einen drauf habe, der schon genug knallt. Und dann habe ich mir den Pinsel Superhero 4-in-1 Eye Transforming Super Shadow and Liner Brush. Das ist dieser hier. Den habe ich mir bei It Cosmetics mitbestellt. Und ja, das sind quasi 4 Pinsel in einem. Und dann kann man das so switchen. Das finde ich, wenn man sich so einen Look schminkt, eigentlich total praktisch. Und ich hoffe, dass ich auch nur diese... Da fehlt doch was. Dass ich auch nur diese Pinsel verwenden muss. Ach Quatsch, warte mal. Transforming. Den musst du hoch und runter schieben. Dachte, da musst du was Unterschiedliches draufsetzen. Ja gut. Smudge. Hoch und runter. Crease und all over. Okay. Ja gut, den schiebt man dann. Das kriege ich aber auch hin. Das ist so ein bisschen vom Konzept her wie diese von Real Techniques, die ja, dieser eine Face-Pinsel, der ja zusammen mit Hatice Schmidt rausgebracht wurde. Und das hier ist der Liner-Pinsel. Ja gut, dass das so ist, hatte ich irgendwie nicht. Ne? Hätte ich eigentlich gedacht, dass du da unterschiedliche Aufsätze für zum Draufstecken hast. Aber gut, so nehme ich mir dann einfach so ein Brush Cleansing Pad. Da nehme ich jetzt hier, Entschuldigung, dieses hier von Catrice Quick and Easy Brush Cleanser Pot. Und da ist einfach so ein Schwämmchen drin. Da kann man sich das Pigment dann immer vom Pinsel runternehmen. Die Frage ist natürlich auch, wie lange dieser
Pinsel dann hält, ne, wenn man das immer hoch und runter macht. Ich nehme jetzt so einfach die längste Geschichte und gehe dann in die Farbe Pearls. Das ist dieser hellste Ton einfach, ein matter Ton. Und damit sette ich jetzt einfach mal mein Lid. Oh, der Pinsel fühlt sich schön auf der Haut an. Das muss ich wirklich sagen. Das ist angenehm. Die Farbe Style setze ich mir mit dem Crease Hochschiebevieh. Das ist natürlich ziemlich groß, ne? In die Crease, also in die Lidfalte. Das ist vielleicht eher ein Verblendeton, oder? Ja. Aber ich wollte ein dezentes Make-up. Und diesmal werde ich es auch wirklich umsetzen, Leute. Diesmal schaffe ich das. Mit diesem Taubton, der Soiree heißt. Soiree hat irgendwas Abend oder so heißt das, glaube ich, ne? Den setze ich mir ins äußere V. Und blende den auch ein bisschen soft in die Lidfalte mit rein. Weil der einfach gerade auch zum Oberteil passt. Aber lässt sich schön verblenden. Da macht der Pinsel gute Arbeit und die Farben an sich auch, finde ich. Und hat eine schöne Pigmentierung. Dezent, aber schön. Ich mache den Pinsel ein bisschen sauber in meinem Cleansing Pot. Schiebe dann auf die Smudge-Seite. Diese Farbe, Pop, nehme ich ordentlich auf und gebe sie auf mein komplettes bewegliches Lid. Die poppt aber sehr, sehr dezent, Leute. Ich versuche es mal mit dem Finger. Oh, damit geht es wohl ein bisschen mehr. Ja, man sieht sie auf jeden Fall. Komm, für einen dezenten Look ist es okay, Claudi. Beschwer dich nicht. Die Farbe Cheers gebe ich mir nach außen. Und blende die auch ein bisschen in den Popton mit rein. Die ist intensiver von der Farbabgabe her. Aber es ist schon eine Farbfamilie irgendwo, ne? Ist jetzt nichts Spektakuläres, was ich hier jetzt heute mit euch zusammen schminke. Pinsel wurde wieder sauber gemacht und dann gehe ich in die Farbe. Hat die überhaupt Schimmer drin? Ja, ne? Der hat Schimmer drin. Ich swatche. Ja. Ja, der ist schön seidig. Sieht man nicht so doll, ne? Aber ein bisschen. Das ist dieser Cremeton. Klink. Den gebe ich mir in meinen inneren Augenwinkel. Der hält die ganze Geschichte halt auch nochmal richtig schön auf, aber der hat nicht viel Schimmer. Und dann gebe ich mir den auch noch hier innen auf. Da kommt er aber mehr raus. Ach, der hat wahrscheinlich Schimmer, aber da fällt das Licht gerade nicht richtig drauf. Kann das wohl? Ich weiß nicht, weil so sieht es einfach nur weiß aus. Gebe ich mir auch hier unter den Augenbrauenbogen, den einfach nochmal anzuheben. Es ist super praktisch, das Ganze mit einem Pinsel zu machen, muss ich wirklich mal an dieser Stelle erwähnen. Auch wenn ich dem Ganzen erst nicht so ganz getraut habe, ich kann den empfehlen. Wir müssen die Lidfalte noch einmal kurz ausblenden, dann nehme ich mir wieder den Farbton Style, den ich auch schon ganz zu Anfang in die Lidfalte gegeben habe. Geht einfach ein bisschen oberhalb der Lidfalte entlang und hier außen so ein bisschen, um das Ganze so ein bisschen softer zu machen. Ein bisschen, ein bisschen. So, wir lassen auch wieder die Smudge-Seite draußen. Und dann nehme ich den Farbton Soiree, den ich hier auch in der Lidfalte habe, mit auf. Dippe da einmal kurz rein und gebe mir den einfach an den unteren Wimpernkranz. Damit man da einfach ein bisschen was hat. Das muss nicht viel sein. Es muss einfach nur so ein bisschen Betonung geben. Ich habe keinen Eyeliner mit dabei, deswegen werde ich mir hier mit dem Farbton LBD, das ist der dunkelste Ton aus dieser Palette, und der hinteren Seite von dem Pinsel, was ja die Liner-Seite ist, einfach mal vorsichtig einfach den Wimpernkranz verdichten. Ich möchte jetzt keinen Wing, ich möchte einfach nur den Wimpernkranz verdichten. Das ist ein sehr, sehr dünner und feiner Pinsel, was mir gut gefällt. Dann gucken wir mal. Oh, die Farbabgabe ist schön. Das gefällt mir. Und das ging jetzt super einfach. Damit habe ich jetzt einfach den Wimpernkranz ein bisschen verdichtet und musste weder Palette noch Pinsel außer Hand legen. Das ist total praktisch, Leute. Das ist echt praktisch. Für den Alltag? Voll praktisch. Praktisch, ne? Und dadurch, dass es halt kein Schwarz ist, sondern eher so ein dunkles Blau, sieht es sehr natürlich und harmonisch aus und gefällt mir richtig gut. Also das ist tatsächlich so ein Augenlook, Augenalltagslook, den ich jetzt mal geschminkt habe. Da habt ihr auch mal nachgefragt. Ist jetzt aus Versehen das geworden. Und ja, es gefällt mir. Ja. Ich nörgel nicht. Es gefällt mir wirklich. Muss man so viel Geld dann für eine Palette ausgeben? Ich glaube nicht. Weil die war jetzt ja auch nicht günstig. Aber ja,
Pinsel gut, Palette gut, alles gut. Als nächstes habe ich ein, oder das letzte Produkt, was ich tatsächlich jetzt habe, ist eine Mascara. Und zwar die Superhero Elastic Stretch Volumizing Mascara. Das ist die hier. Und auch die war halt quasi in diesem Muttertags-Gratis-Paket mit dabei. Die wird ja aktuell auch ziemlich gehypt, nicht, aber ich habe die jetzt öfter schon mal gesehen. Die soll die Wimpern halt grandios machen. Dafür muss ich das Packaging jetzt ein bisschen auseinanderreißen, ne? Entschuldigung, da Werbung. Ja, sieht schon mal ganz nice aus bei der Lady. Also wenn ich solche Wimpern jetzt kriege, dann feiere ich eine Party. Das finde ich schön. Das wäre cool. Das würde mich freuen. Um dem Ganzen halt eine realistische Chance zu geben, mache ich das, was ich in letzter Zeit halt häufiger mache, nämlich eine Wimpernzange verwenden. Aber bevor ich das tue, muss ich mein Gesicht fixieren. MAC Fix Plus verwende ich dabei. Das mache ich halt jetzt häufiger. Also jetzt auch. Wow, wenn ich aus dieser Perspektive in den Spiegel gucke, so schräg nach unten, sehe ich einfach nur voll den Glow. Bye Bye Pores würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Bye Bye Under Eye im Großen und Ganzen ja. Also mein Gesicht sieht auf jeden Fall korrigiert aus und frischer. Dann schauen wir mal, was der Superheld hier anstellen möchte. Das ist, wie gesagt, halt auch eine kleine Probiergröße. Super Black ist da die Farbangabe und Elastic Stretch Volumizing. Elastisch, das heißt, es ist nicht so festgetackert. Interessant. Ja, Bürstchen sehr unspektakulär, kegelförmig nach vorne zusammengehendes Kunsthaarbürstchen. Was? Oh, das riecht echt nach Alkohol pur. Puh, ich hoffe, ich vertrage das. Okay, los geht's. Ohne Mascara. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Ja, mir gefällt die Mascara, aber sie hat ihre Tücken. Sie ist relativ flüssig und ich finde sie auch nicht so, der Auftrag ist nicht so kontrolliert, wie man das mit anderen hat. Zum Beispiel von Maybelline, die Lash Sensational ist doch deutlich kontrollierter im Auftrag. Dadurch, dass sie eben so flüssig ist, sieht man auch hier, dass ich hier ein bisschen gepatzt habe. Oh, flexible. Guck mal, hat sich schön trennen lassen. ja. Muss man aufpassen, ne? Dass die Wimpern sich nicht irgendwie bündeln, zusammenkleben, wie auch immer. Aber dennoch ist es ein schöner, aufgefächerter Look. Ich finde, dass sie jetzt nicht so richtig kabäm ist, wie manch andere Wimper. Sie wirkt jetzt natürlich intensiv, weil ich nicht so einen intensiven Augenlook habe. Da wirkt jede Mascara dann natürlich jetzt intensiver, ne? Klar, weil jetzt weniger durch den Augenlook verschluckt wird. Aber es ist eine Mascara, die ich auf jeden Fall auch weiter verwenden werde und auch gerne verwenden werde. Es ist aber nicht eine Mascara, wo ich sage, sie ist jetzt wirklich ein Superheld, ein Superhero und wäre es wert, da so viel Geld mehr auszugeben als für eine Drogeriemascara, ne? Weil die ist jetzt ja auch nicht gerade billig, von daher muss man das für sich selber entscheiden. Ja, auf meine Lippen, mache ich mir jetzt einfach eine Lippenpflege drauf, weil ich habe nichts da von It Cosmetics. Ich liebe diesen glowy und strahlenden und frischen Look, den ich jetzt habe. Ich finde, dass ich echt jugendlich damit aussehe. Also nicht jugendlich, aber ich sehe damit gut aus. Ich mag das einfach gerne leiden. Ich sehe einfach wohl, gesund, gut aus. Ich mag das. Bisschen viel Highlighter. Ansonsten sehr dezenter Look, sehr zurückhaltender Look, aber sehr, sehr schöner Look. Denk auf jeden Fall an die Verlosung und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich muss immer jetzt aufpassen, weil da steht jetzt eine Lampe für meinen Hintergrund, weil mein Hintergrund war mir immer zu dunkel und jetzt steht hier eine, die ich übrigens auch drehen könnte. Ja. Und die haue ich auch gerne mal um. Ja, genau. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!